So, willkommen zurück in der Chaosfabrik. die ist ja noch nicht so gut. Ich bin dabei, mir jetzt privat noch eine weitere zu machen. Eine auch mit jemand anders zusammen, noch ein bisschen im Multiplayer. Ja. Gut, was brauche ich jetzt als nächstes? Ach du Scheiße, was geht denn hier? Die kommen ja gar nicht mehr hinterher. Ach so, Moment, das Problem war aber immer die Seite. Jetzt kommt die Seite gut hinterher. Jetzt steht die praktisch still, aber ist ja wurscht. Passt schon. Geht mir nur darum, dass die 6 hier alle voll sind. Oder 5 oder wie viel seid sind. Was? Wird geschafft. Gut. Was wollte ich? Einmal wollte ich nach Sprit gucken. Ja, dann sollte ich mir auch mal angewöhnen, diese Gasventing-Pumps, die ich habe, zu benutzen. Ja. Ist nun mal ganz einfach so. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich kann jetzt gerade alles verbrauchen. Weil es ist knacke voll. Sollen sie mal verbrauchen. Hier genauso, das ist zu voll und passiert nichts. Also kann man da Folgendes machen. Wir nehmen dann so eine Gasventing-Pump hier, schließen die hier an. Die hat wahrscheinlich keinen Stromanschluss. So. Hat immer noch keinen Stromanschluss. Das ist jetzt wegen schade. Wo sind eigentlich meine mittelgroßen Strommasten? Ich habe keine mittelgroßen Strommasten mehr. Was ist das für ein Scheiß überhaupt? Die Teilerfließbänder sollte ich mal loswerden. Jetzt gucken wir mal schnell nach Strommasten. So, was ich gleichzeitig noch machen will. Ja, was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir noch meinem als letzte Forschungen hier das Exoskelett und die tragbare Solarausrüstung. Das habe ich mir noch geforscht. Also das hier und auch das Mark II und das Exoskelett davon. So, was ich jetzt gerne als nächstes machen würde, damit das mal ein bisschen aufhört, sind die Inventory-Slots und die Werkzeugleiste. Dann machen wir als erstes den Werkzeuggürtel. Dann haben wir eine weitere Schnellleiste, das ist ganz gut. So. Weil dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. So nervt es ein bisschen. Gut. Ja, ansonsten habe ich meinen Panzer schon mal ein bisschen ausgerüstet. Das ist allerdings immer noch zu wenig. Ja, es wird schon passen. Ich wollte mich eigentlich gerade gucken, ob der Strom überhaupt noch reicht, aber es sieht gut aus. Oh, ja, ja, was ist denn gerade Verbrauch? Ey, leck mich am Arsch. Ja, gut, aber geht noch. Ja, ich weiß jetzt auch endgültig, was da passiert ist mit dem Wasser. Ich bin ja Idiot, das habe ich dann privat nochmal nachgeschaut und habe mir das genauer angeguckt. Voll der Hirni, der ich bin. Diese Mark II-Boiler, also die Heizkessel, die größeren, ja, die brauchen natürlich auch mehr Wasser. Eine Pumpe versorgt im Normalfall 10 Heizkessel. So, wenn sie unter Volllast laufen. Jetzt habe ich ja folgendes Problem. Ich habe die Mark III Kessel da dran. Die brauchen das Dreifache. Eine Pumpe versorgt gerade mal 3 oder 4 solche Kessel. Und ich habe da 10 angeschlossen. Ja, kein Wunder, dass es nicht funktioniert, ne? Penner. Naja, was soll's. Ja, das müssen wir jetzt korrigieren. Werde ich das hier nicht mehr. Das werde ich in meinem Privatspiel korrigieren. Also in dem anderen Spiel, wo ich nur ab und zu mal aufnehme. Wo es eben generell einfach besser aussieht. Dann, wo ich das schöner machen lasse. Da werde ich das... werde ich darauf achten. Hier ist es mir egal, das ist eh nur eine Chaosfabrik, wo ich eben bis zur Rakete kommen will. Starten werde ich sie, glaube ich, nicht. Oh, hier geht's aber ab. Ja, aber die schaffen es noch, okay. Starten werde ich sie, glaube ich, nicht. Das mache ich dann auch eher in dem anderen Spiel. Alles ein bisschen schöner. Aber wenigstens die Forschung bis dahin. Gibt auch ein paar Sachen hier, zum Beispiel, wie war denn das? Das zum Beispiel braucht Science Pack 4. Ja, da muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich Science Pack 4 herstellen kann überhaupt. Wo ist denn das wieder, das Science Pack 4? Bin mir nicht mehr sicher, aber das ist auf jeden Fall witzig. Es gibt, kenne ich das schon oder kenne ich es noch nicht oder irgendwas war da. Auf jeden Fall braucht es nochmal ein anderes Wissenschaftspaket, ja, das ist ganz toll. Jetzt können wir doch mal schauen, kann ich das oder kann ich es nicht. Module werde ich auch gleich nochmal ein paar bauen, ja. Zwischenprodukte, da stehen nur die normalen Batterien, die ich muss natürlich an der Bobs Intermediate gucken, na genau. Da steht eine Lithium-Ionen-Batterie drin, aber die von den Science-Paketen steht noch nichts drin, ne? Aber die wird wohl auch unter Bobs Intermediate Products dann irgendwann stehen. Ja, da muss ich mal gucken. Laserreifel-Batterie-Gehäuse, jawohl. Also Laserreifel natürlich, Cordi, das muss ich auch alles noch machen. Muss ich überall eine Produktion für aufbauen. Also mein Privatspiel kann ich, glaube ich, auch vergessen. Ich werde das nochmal abreißen. Und werde das alles... ich muss viel, viel mehr Platz veranschlagen. Viel mehr. Ach, hier geht aber sogar noch was. Da ist immer noch was drin. Ich bin begeistert. Okay. Aber jetzt war ja die Frage. Genau, hier kommt nämlich dann der Festbrennstoff rein. Richtig. Weil irgendwann wird der Ding leer sein.
der, die Kohle. Ja, vor allem die Spastis hier brauchen immer wieder mal mit ihrem Carbon. Ach ja, aber auch Sodiumhydroxid geht noch, wird immer noch verbraucht. Die haben ja mittlerweile auch genug hier dran. Ja, was geht denn hier überhaupt? 4,8K, das ist voll. 4,8K, ey, ach so, Speicherung. Ja komm, Speicher auch. Jala. So, naja, habe ich jetzt ein Werkzeug, da habe ich wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar automatisch schon mal, weil ich da einiges rausballern kann. So, ist auch bald, naja, nicht bald voll, aber gut gefüllt. Hydrogen sieht nicht so gut aus. Naja. Kann ich hier irgendwas wegtun? Im Prinzip, ich brauche kein Holz mehr. Na, wozu? Ja, schön. Jetzt lassen wir es erstmal gut sein. Ja. So läuft es also jetzt im Moment. Ich könnte mir die Nickel Plate... Brauche ich die? Na, ist egal. Boiler Mark 3, ja, können wir mal aufheben vielleicht sogar. Die Lampen auch, natürlich. Ja. Hochofen, ich brauche eigentlich keine Hochöfen mehr. Ich mache jetzt eh die Lichtbogenöfen. Produktion. Oder eben dann die Elektrik mit Metal Mixing und was. Also von daher, das bringt nichts. Elektrik Chemieofen. Naja gut, nee, dann lassen wir das, dann tun wir die Hochöfen auch weg. So, wir brauchen höchstens noch mehr Strom. Das wäre vielleicht ganz gut. Ich brauche auch keine Eisenkisten mehr, ich nehme dann Stahlkisten. So. Okay. Nee, dann werde ich nämlich jetzt alles, was so 100 kostet, noch ein bisschen forschen, werde weiterhin aufrüsten, kräftig Munition produzieren. Ui, 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 was geht denn hier gerade? jetzt war vorhin zu viel, auf einmal ist wieder alles weg. Das ist hammerhart manchmal. Wenn einer mal was zieht, dann ist gleich weg. Die kommen nicht hinterher. Dabei sind auch Hochöfen, ne? Naja, gut. Nee, so werde ich das also machen. Und werde mich dann... Oh, ich muss die Gasventilpump wieder abstellen, ne? Ach so, ich habe sie noch gar nicht angeschlossen, weil ich ja keinen Strom hatte, genau. Da war ja was. So, folgendermaßen. Man nimmt also jetzt hier so einen Strommast. Könnte ich überhaupt mal machen. Hier alles mal ein bisschen raus, hier große Strommast. Her damit. Dann könnte ich hierher tun, Elektrik, Chemieofen. Den habe ich dann auch schon unten. Den Lichtbogenofen und den Elektrik Metal Mixing. So. Ansonsten hätten wir hier Elektrolyzer, ja, dann nehmen wir jetzt eh schon die Zweier und genauso bei den Chemiefabriken, Ölraffinerie und so. Ja, Ölraffinerie 2 haben wir noch gar nicht, ja, ist scheißegal. So, und dann geht mal her, schließt es an Strom an und dann ballert er das einfach in die Luft. Und schon wird hier was verbraucht von dem Zeug. Dann passt das nämlich, dann kann hier auch wieder nachproduziert werden. Weil Hydrogen ist total leer. Ja, weil Chlorin voll, weißt? Und dann nichts mehr hinterherkommt. Die Leitungen sind knackevoll. Deswegen produziert er da unten wahrscheinlich nichts mehr. Jetzt muss man gucken, dass wir hier Hydrogen, also Wasserstoff wieder voll kriegen. Wo wird denn das überhaupt verbraucht? Scheiß Wasserstoff. Momentan, der wird doch bestimmt irgendwo verbraucht. Oder war der hier einfach nur als Sammelding? Ach so, den baller ich einfach nur hier rein, Idiot. Hydrogen ist mein Problem, dass ich jetzt... Ja, passt schon. Ja, aber trotzdem, jetzt wird hier das Zeug weggeballert. Und dann können die weitermachen. Gut. Jo, so sieht's aus. Munition muss ich weiter produzieren wie ein Bekloppter. Und ansonsten forsche ich jetzt mal die ganzen Dinger, die hier so 100 kosten oder was, wie zum Beispiel, nee, das nicht. Das auch nicht, das kostet noch 200. Das zum Beispiel, ja, die nächste Solarenergie, was von allen 100 kostet. Das geht nicht, weil ich das Science Pack 4 nicht habe. Tanksten, oh, das geht nicht, weil ich das Science Pack 4 nicht habe, ne? Das geht nicht, weil ich Science Pack 4 nicht habe. Okay, die weitere Edelsteinprozedur, die könnte ich machen. Wobei ich eh keine Diamant-Axt mehr brauche eigentlich, weil ich jetzt alles von Fabriken abbauen lasse und nicht von mir selbst. Das wäre ja Quatsch. Aber gut, können wir trotzdem gebrauchen. Dann gibt es hier die ganzen Polish-Ruby und so weiter. Ja, doch, ist ganz witzig. Brauche ich natürlich ein Polierrad und ich brauche die Polierpaste. Und dann kann ich eben polieren. Das ist irgendwie witzig. Ja, und das Logistiksystem könnte... Naja, erstmal die 100er hier. Stromnetz 2. Dann gibt es das Umspannwerk. Genau. Das ist ja noch ganz normal. Das ist ja Standard. Und dann hätten wir hier die Electric Poles, die nächsten. Dann gibt es nämlich die Big Pole 3 und Medium Pole 3. Die haben eine viel größere Reichweite alles. Das werde ich noch forschen. Die Arbeitsrobotergeschwindigkeit und so. Ja, vielleicht mal Inventar Abfalllogistikplätze. Auch das wäre cool. Da hätte ich mehr Platz. Könnte ich einfach da was reinbasteln. Persönlicher Roboterhanker wäre natürlich schon mal sehr gut, dann hätte ich überhaupt den... So, dann könnte ich das überhaupt mal bauen mit den Robotern.
Oder ist das für mich selber? Für mein eigenes Inventar? Das kann natürlich auch sein. In Rüstungen, ja. Genau, die arbeiten dann aus meinem Inventar raus. Na, aha. Okay, warum nicht? Das ist dann wieder Bob, glaube ich. Das ist, hat nichts mehr mit normal zu tun, oder? Doch. Tatsächlich, geht. Das ist ganz normal. Okay, cool. Ja, das machen wir jetzt. Ansonsten. Oh, hau, aha. Darfst du echt mal wieder das Produzieren aufhören hier? Ja, das wird schwierig. Und wenn ich dann nicht mehr will, dass der hier was verballert, dann baue ich einfach die Pumpe wieder ab und gut ist. Habe ich unten vorhin auch schon so gemacht. Jo, wir sehen uns, wenn ich dann endgültig genug Munition habe, so 300 bis 400 Reserve für eine Kanone geschossen. Und mal den Aliens zeige, wo der Hammer hängt. Okay, ich habe mich jetzt entschieden, diese Basis muss zuerst dran glauben, weil die ist zu nah an mir dran. Es gibt einige, ich muss viel machen. Werde davon aber allerdings auch einiges offscreen machen, weil das sind tausende Basen. Wir machen jetzt mal die zusammen. Ich hoffe, ich schaffe die. Muss nur noch mal schauen, wo die überhaupt ist und so. Und dann kommen wir schon klar, irgendwie. So, was wir auch machen. Ich sehe es ja noch gar nicht auf dem Schirm, okay. Weiter, 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 weiter. Oh, stopp. Okay. Aussteigen. So, jetzt machen wir hier Sniper-Turrets hin. Als Unterstützung für mich, wenn ich jetzt gleich ein Stück zurückfallen muss. Dann werden wir hier Gun-Turret Mark II hinmachen, als schnelle Unterstützung, weil die Sniper alleine werden das nicht schaffen. So. Und dann wird das Ganze auch munitioniert. So. Und dann fahren wir mit dem Panzer vor. Weil es macht keinen Sinn, diese Alien-Nester mit dem... Ja gut, mit den Sniper-Turrets wird es schon gehen, klar. Die haben einen guten Schaden, aber... Ja, was soll der Blödsinn? So! Oh, oh! Okay, hat sich erledigt. Geht ja doch. Hey, 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 hey. So haben wir nicht gewettet. Scheiße! Jetzt habe ich meinen Turm kaputt gemacht, ich Idiot. Scheiße. Idiot. Also, dass man die Autos... ja, ich forsche jetzt die ganzen Sachen, die noch grün und rot nur erfordern. Das heißt... Uiuiui, der dauert, den zu reparieren. Hey. Das sind halt jetzt dann die ganzen Alien-Technologien und so auch dabei, weil hier, das kostet nur im Moment 300 von beidem halt. Aber halt, ey, jetzt mach doch mal den scheiß Panzer heile, der rollt ja immer noch vor sich hin. Den muss ich jetzt mal wegtun. Ja, so ein Sheet. Das war wieder absoluter Matze-Fail hier. Scheiße, ich habe meinen Turm kaputt gemacht. Also ich glaube, der ist so kaputt, den kann ich glaube ich nicht mehr reparieren. Bleibst du jetzt mal stehen? Danke. So, kann ich den noch reparieren? Nee, da ist alles im Arsch. Toll. Ist wenigstens die Munition noch mitzunehmen oder ist die nicht mehr mitzunehmen oder wie sieht es aus? Oh, fuck. Was war denn das? Das war ein Sniper-Turret. Ja, toll. Also stellen wir wieder auf. Hat natürlich jetzt wieder keine Munition. Ja gut, ich meine Munition produziere ich genug, ist kein Problem. Habe ich schnell wieder. So, was ich aber eigentlich vorhatte, war ja die Basis selber vernichten. Habe ich ja auch schon ein bisschen was gemacht. So. Ach du Scheiße! Ja, lasst mich gehen! Weia, weia, weia! Was? Ich bin so blöd, jetzt bin ich wieder voll reingefahren, weil ich nicht richtig am Bildschirm geguckt habe. Ey, sag mal! So was Dummes wie mich gibt's doch nicht zweimal. Ah, geil! Okay, wir stellen also wieder einen Sniper-Turm auf. Naja, wir können uns schnell wieder neue bauen, also auch nicht so schlimm. Was soll's? Munition brauchen wir. Ah, ich hab's aber wieder aufgenommen automatisch, okay. Das ist auch in Ordnung. Ganz schön beschädigt. Meine Fresse. Ja, und dann werde ich da aber ein paar Mauern bauen müssen, weil sonst wird es nämlich nichts auf Dauer.
So. Ich muss Waffe wechseln, weil ich will ja die Nester angreifen. Und ich sollte mich vielleicht auch verpissen, wenn ich angegriffen werde, oder? So, und jetzt gucken wir, wo wir hinfahren. Und nicht wieder in den Turm rein, bitte. Danke. Wäre ein bisschen blöd. Oh oh. Oh oh. Eieiei. Aber gut, okay, wir haben es bald, ja. Also wir kriegen das hin. Das ist schon mal in Ordnung. Jetzt bobbelt er wieder hin und her da. Okay. Das wird ein Spaß, ne? Also ich habe um mich herum einige Basen, die bedeutend größer sind. Ja. Entweder mehr Türme aufstellen, muss ich ein bisschen aufpassen. Das wird wahrscheinlich viel Flucherei und viel Gefehle auch. Mal gucken. Da werde ich also nicht alles onscreen machen, das ist einfach zu viel. Was brauche ich noch? Ich brauche Reparaturwerkzeug hier. Ja, das kann ich haben, das ist kein Problem, die habe ich genug. So, dann machen wir nochmal welche von. So, jo, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich ein bisschen was hier vernichtet habe. Und, hoi! Ich habe die falsche Munition, ich Idiot. Ich muss doch wieder die Kanone nehmen, wenn ich die Türme erwischen will. Die Würmer. Ja. Irgendwie. Panzerfahren ist nicht so meins, war. Ah, scheiße. Ja, aber fast schon. Mit der Zeit kriegt man es hin. Sehr, sehr nervig. Wird toll. Ja, und dann hole ich mir halt nochmal einen noch stärkeren Panzer dann. Den gibt es ja auch. Den Mark II. Ja, passt dann schon. Überhaupt können wir mal gucken. Ach so, im Moment forsche ich ja noch die Alien-Technologie. Ja, dann sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Die eine Basis ist ja fast weg. Die hier. Na, passt schon. Mal gucken, was wir da noch wegkriegen. Jetzt erstmal wieder Munition, bitte. Voll eingebaut, scheiße. Oh 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 oh, ich will nicht sterben. Okay, nee, danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Wir werden sehen, wie sehr ich jetzt da rumfailen kann. Irgendwie werde ich es mit der Zeit schon schaffen. Hoffe ich. Und dann sehen wir weiter. Gut, gut. Wir sehen uns, wenn ich dann ein bisschen was erreicht habe. Eine Mauer um meine Basis rum habe. Überall Türme dann. Und die nächsten Sachen herstellen. Unter anderem will ich jetzt langsam mal anfangen, dann auch mit der Keramik-Scheiß. Bis denn.